Hallo zusammen, hier ist wieder Marcel, einer der Community-Moderatoren im Team von Writing Bull und wir spielen weiter Abriss. Zweite YouTube-Folge, ich habe gerade schon mal die Mission geladen, die Mission, die wir gerade im Vorfeld hatten, ich habe die auf Twitch noch einmal mit den Zuschauern ausprobiert. Es ist auch wieder krachend kaputt gegangen und krachend gescheitert. Ich würde euch das mal überlassen, das in der Demo selbst auszuprobieren und wir machen einfach weiter mit der nächsten Mission. Dafür mache ich mich wieder ein wenig kleiner. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier unten eine Startplattform, wir haben zwei Antriebe, einen Rotator und eine Bombe. Okay, also wir müssen irgendwas, was hier unten gebaut werden soll, hineinschießen in dieses fliegende Gebäude. Ja, was machen wir da? Also wenn irgendwas starten muss, kann man das Ding rumdrehen? Nee. Und wir haben Rotoren. Mal überlegen. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen so ein horizontales Teil, um da unten zwei Düsen anzubringen. Andererseits haben wir vorhin gesehen, dass man, wenn man die seitlich macht, das Ding so ein bisschen in sich im Kreis dreht. Ich gucke gerade einfach mal so ein bisschen, was passiert, wenn man das hier einfach mal so... Also Bombe oben drauf, hier unten irgendwie jetzt ein Antrieb dran. Einfach mal gucken, was passiert. Überblick verschaffen. Boah, das war nicht sehr destruktiv. Das heißt, der Antrieb hat auch nicht genug Kraft, um dieses Konstrukt hier wegzudrehen. Also, dass wir zwei rotierende Teile haben und dass wir zwei Raketendüsen haben. Das ist ja irgendwie... Also, es klingt so, als wenn sich da einer was bei gedacht hätte. Ich weiß nur noch nicht was. Die Bombe oben auf die Spitze legen ist irgendwie auch sinnvoll. So, und das Ding kann man auch nicht... drehen. Was ich mal gerne ausprobieren würde, ist, wenn man das jetzt hier oben drauf stellt. Das kann man gar nicht draufstellen. Ich wollte eigentlich gucken, ob man das dann quasi als Katapult oder sowas nutzen kann. Aber das ist nicht vorgesehen. Also am Anfang einen Connector zu sitzen, macht glaube ich keinen Sinn. Dann können wir nichts in die Luft schießen. So, mit diesem schweren Teil hier. Ich mache da jetzt einfach nur mal eins dran und gucke, ob das vom Gewicht her funktioniert. Also ob wir genug Antriebskraft haben, um generell diesen Balken hier runterzuschieben. Das geht also schon nicht. Wie das niederschreibt, könnte man nicht aus dem Balken und den Konnektoren ein T bauen und an den Armen Düsen anbringen. Die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut. Also hier ein Konnektor dran. Hier ein Konnektor dran. Damit bauen wir uns ja quasi so einen eigenen schrägen Träger. Und dann von unten. Ich kann die nicht nach unten platzieren. Ich kann die Karte zwar ein bisschen drehen, aber eigentlich müsste die jetzt da unten runter. Hm.
Wir haben ja auch noch so eine Bombe, ne? Was ist denn, wenn wir vielleicht die Bombe als Abschusskatapult oder sowas nutzen? Vielleicht kann man die ja hier drunter legen. Ah, guck mal. Wenn das explodiert, dann dieser Flock nach oben schießt. So. Jetzt haben wir noch diesen Rotator. Kann der Rotator die Antriebe unten drehen, schreibt Tobi. Bestimmt. Ich frage es nur, was bringt uns das? Also, Plan wäre jetzt, wir drehen diese beiden Rotatoren, sodass die Düsen nach unten zeigen. Dann zünden wir die beiden Antriebsdüsen. Und dann müsste das Ding nach oben fliegen. Und es kippt einfach um. Gar nicht so einfach. Okay, also Bombe noch mal nach unten. Na, guck mal, was ist denn, wenn wir zuerst den Konnektor bauen? Damit müsste die Bombe fixiert sein. Dann machen wir noch einen Konnektor oben drüber. Dann kann das eigentlich hoffentlich nicht mehr umfallen. Dann machen wir das Ding hier drauf. Die beiden wieder an die Seite. Machen das mal hier außen dran. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding wieder umkippt. Es steht wackelig. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob man das wieder stoppen kann, diese Rotation, aber ich würde jetzt gucken, dass die nach unten zeigen. Das hat sich verhakt. Warum dreht sich das nicht? Bestimmt, weil es kaputt ist. Ja, zünden wir mal die Bombe. Das bringt nichts. Das hat der Chat also recht. Die Bombe unten ist Unsinn. Okay, also müssen wir mit den Düsen diesen kompletten Block in die Höhe treiben. So, das würde ich jetzt noch mal versuchen. So. Und die Bombe machen wir oben drauf fest, dass die nicht wegfliegen kann. Auf ein neues. Drehen, drehen. Schien mir aber nicht so richtig falsch zu sein. Das sah ziemlich richtig aus, meint ihr, ja? Also ich habe versucht, beide Antriebe zu starten. Ich habe unten beide Buttons geklickt, auch versucht, das relativ schnell hintereinander zu machen. Hat nur schlicht und ergreifend nicht geklappt.
Schwerkraft. Gar nicht so einfach. Habt ihr im Chat eine zündende Idee? Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Button oberhalb platzieren. Welchen Button? Guter Hinweis von Oyabun, die Antriebe auf der gegenüberliegenden Seite montieren. Das gleicht dann das Gleichgewicht aus. Das wäre ja dann im Prinzip so. Ja, versuchen wir es mal. Go. Es bleibt stehen, das ist schon mal erfreulich. So, jetzt zünden wir beide Rotationen. Ich glaube, das war gerade nur noch ein Timing-Problem. Ich habe einmal leicht daneben geklickt. Also der hier. Dann hatten wir die Rotatoren. Daran die Konnektoren. Einen hier. Einen da. Das obendrauf. So. So, jetzt machen wir das Ganze mal. Wurde auch gerade als Tipp gegeben über die Shortcuts hier unten. Also ich drücke jetzt mal 1 und 2 gleichzeitig. Ja, ich habe 1 und 2 gedrückt auf der Tastatur. Genau das habe ich gerade gemacht, ihr Lieben. 1 und 2 zusammengedrückt. Und das ist passiert. Ich habe noch nicht verstanden, warum es nicht funktioniert hat. Versuchen wir es nochmal. Genau das gewesen, was vorhin funktioniert hat. Ich tue jetzt gerade mal eine ganz andere Idee aus. Wir haben eine rotierende. Nee, das kann so doch nicht gehen. Das bringt auch nichts, weil dann dreht sich das Ding einfach nur im Kreis, aber ich bekomme die Antriebsdüsen nicht nach unten. Das wird es, glaube ich, nicht bringen.
So, Krümel schreibt gerade nochmal, wie vorher machen, aber zuerst die Triebwerke starten. Können wir versuchen. Achso, das können wir nochmal. Ich glaube, so war das, ne? Direkt dran. So, Connector drauf. Obwohl, da ist schon einer. Direkt die Bombe drauf. So. Also das kippt nicht um. Dann zünden wir jetzt zuerst über 3 und 4 die Triebwerke. Und dann bringe ich das Ganze über 1 und 2 in Rotation. Also 3 und 4 kommt jetzt gleichzeitig. Und 1 und 2 kommt jetzt. Das schien schon fast so, als wenn die Triebwerke nicht genug Antriebskraft hatten, um das zu lösen. Der Chat fragt gerade, ob wir die Rotatoren anhalten können. Können wir ja mal ganz kurz testen, indem wir hier einfach mal einen draufsetzen. Das einfach mal laufen lassen. Also jetzt dreht sich das Ganze. Wenn ich nochmal eins drücke, hält es an. Ah, okay. Gut. Das heißt, wir stoppen das dann wieder. Chat wünscht sich gerade, die Triebwerke unten anzubringen. Genau das geht leider nicht. Deswegen müssen wir den ganzen Kram hier drehen. Weil ihr seht das, wenn ich jetzt hier andocke, das Spiel lässt mich die nicht unten anbringen. Ich kann die hier seitlich anbringen, oben und auf der anderen Seite, aber eben nicht von unten. So, bleib stehen, nicht umfallen. 1 und 2. Das hat sich gerade nicht gedreht. Also ich habe 1 und 2 gedrückt. Genau, schnell rein. Genau das habe ich vor. Durch Rotation die Antriebe nach unten drehen und dann stoppen und dann hochschießen. Das hat aber gerade nicht funktioniert, weil die sich nicht haben drehen lassen. Also in dem Moment, wo ich die Tasten zum Drehen gedrückt habe, ist das Ding einfach nur runtergefallen, ohne dass sich was gedreht hat. Das müssen wir jetzt noch irgendwie lösen. So, wenn die beide nach oben zeigen und wir lassen das ganze Ding drehen, müssten die auch zeitgleich unten sein. Dann brauchen wir die gar nicht seitlich zu montieren. Jetzt sehe ich gerade, ich kann die Düsen als solches nicht rotieren. Das heißt, wir müssen das ganze Ding nochmal gerade hinstellen. So. So, die müssen auch hier außen andocken, weil hier, wenn sie hier drinnen fest sind, kann es sich nicht drehen. Darauf hatte ich aber eigentlich vorhin geachtet. So. Das wäre jetzt für mich nochmal der Versuch. 1 und 2 zeitgleich. Jetzt funktioniert's. Jetzt stoppen. Dann mit 3 und 4 die Triebwerke zünden. Und dann mit 5 die Bombe. Yay! Cool. Ja, mit eurer Hilfe zusammen hat es dann funktioniert. Cool. Und wenn das nicht 100% waren, weiß ich es auch nicht.
99! Ah, das war da irgendwo ein Pixel in der Luft. Keine Ahnung, wo der war. So, ich gucke gerade mal so ein bisschen mit auf die Uhr. Das ist, ich verliere mich gerade wieder so ein bisschen im Tüfteln. Wir haben schon fast 20 Minuten rum. Ah, jetzt gibt es Laser, um Ziele zu zerstören. Das sieht nach viel Spaß aus. So, wir müssen das hier zerstören, das hier rechts. Das sagt mir gerade gar nichts. Vielleicht müssen wir das auch zerstören. Und hier oben auch noch was. Okay. Wir haben zwei Rotatoren, vier Pöller, Konnektoren und zwei Laser. Zwei Laser, damit wir bestimmt irgendwie einmal hier so einen Schlitz machen können und hier einen Schlitz oder irgendwie einmal hier unten durch und dann kippt alles um. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Grundsätzlich würde ich aber sagen, wir brauchen einen stabilen Untergrund. Setzen das oben drauf, dann kommen wir so ein bisschen höher. Und das war dann jetzt... Ja, wie machen wir das? Vielleicht nochmal so ein Connector. Eine Stange. Ach, die kann man nicht quer machen, ne? Die sind immer senkrecht. Ah, wir können aber hiermit ein bisschen nach außen kommen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist vom Spiel, aber es wäre vielleicht eine Idee. Und jetzt würde ich hier einfach mal zwei Laser draufsetzen und gucken, was passiert. Einfach mal Erfahrung sammeln. So, Rotation und Laser. Das ist ein glatter Schlitt. Einmal mitten durch und der Rest bleibt stehen. Also wäre es sinnvoll, wir würden in die Horizontale schneiden und nicht in die Vertikale. Stabile Plattform ist aber, denke ich mal, weiterhin sinnvoll. Vermutung im Chat ist gerade, dass das hier in der Mitte die unzerstörbare Basis dieses Gebäudes ist. Schreibt Bakayanus. Wir werden es spätestens jetzt sehen, weil ich glaube, jetzt geht der Laser nämlich genau da rein. Ich würde auch jetzt gar nicht groß tricksen. Ich würde hier einfach mal irgendwie sowas machen und gucken, was passiert. Das ist unkaputtbar. Und der Rest müsste doch jetzt eigentlich zusammenfallen. Ah, komm schon! Okay. War aber jetzt auch noch nicht der maximale Abriss. Lass uns das nochmal machen. So, etwas tiefer anfangen mit dem Laser. Das ist gerade ein bisschen schwer zu sehen aufgrund der Perspektive, aber ich vermute mal, dass das jetzt hier unten irgendwie eine Höhe hat. Aber das können wir jetzt mit dem Laser rausfinden.
simpel einfach nur das hier im Kreis drehen lassen. Okay, also dieser Mittelpunkt scheint auch die Hauptkonstruktion zu halten. Dann wäre es doch ähnlich. Wir machen ganz unten einen Laser wie gerade und machen dann den hohen Turm und machen dann oben drauf noch einen Laser. Es gibt auch schon die ersten Leute im Chat, die gerne eine Windmühle mit Laser sein würden. Ihr seid aber heute brutal unterwegs hier. Ja, so. Verbinder, Pörler, Verbinder, noch ein Pörler, da habe ich schon hoch genug, Rotationselement, Laser, auf in die Schlacht. Oh, bleib stehen! Oh, ist das instabil. Gut, aber für den Laser ist es gut. Desto mehr der Laser wackelt, desto mehr machen wir kaputt. Ja. Hat aber jetzt nicht mehr abgerissen als eben vorhin. Ich glaube, wir würden gern mehr zerstören, oder? Sollte auf jeden Fall stabil sein. Der Chat wünscht sich gerade horizontal und vertikal gemeinsam. Das ist eine verlockende Idee. So, dann brauchen wir hier aber definitiv Gegengewicht. Macht definitiv einiges kaputt. Die Frage ist, ob das jetzt auch zufällig so passt, dass das hier nochmal hier reinschneidet. Das müssten wir eigentlich steuern können. Über die Rotation hier. Wenn wir jetzt hier anhalten, die Rotation starten, kann man das als gezieltes Laser-Cutter-Instrument gebrauchen. Drehen wir noch ein Stückchen weiter. Schneiden hier noch was ab. Der müsste ich eigentlich drehen hier, tut aber nicht. Und vielleicht ist es auch mittlerweile kaputt gegangen. Aber so können wir, glaube ich, präzise alles abräumen, wenn wir das Ding ein bisschen kontrolliert kriegen. Glaube ich jetzt einfach hier. Wir können das ja mal bewusst schon so positionieren und dann jetzt hier unten drehen. Also ich versuche gerade den Laser noch in das restliche Stück da rein zu manövrieren. Aber das Ding scheint irgendwie schon mechanischen Defekt zu haben. Aber ich würde sagen, Mission bestanden. Haben wir gut gemacht. Und für YouTuber gucken wir uns noch ganz kurz an, wie hier die Prozentzahl ist. 84% und machen an dieser Stelle wieder einen Cut der Aufzeichnungsfolge. Schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich sag auf YouTube bis bald und auf Twitch geht's in wenigen Augenblicken weiter. Tschüss!